Hallo nochmal aus Düsseldorf. Es geht noch einmal um die Mitochondrien und wir waren ja zuletzt bei der Thematik, wie kann ich meinen Hochleistungsmotor so richtig auftunen? Und natürlich geht es nicht nur um die Burnout-Patienten, die wir ja schon so ein bisschen angerissen haben, wenn also selbst junge Menschen, Schüler nicht mehr in der Lage sind, den Aufgaben des Schulstresses, der Schulaufgaben nachzukommen. Wenn mich die Leser meiner Newsletter oder auch Patienten fragen, Herr Doktor, wann machen Sie das eigentlich? Wie schaffen Sie das eigentlich? Wo nehmen Sie sich eigentlich diese Zeit und diese Kraft her? Dann wird das natürlich genauso gut auch von Sportlern einmal gefragt. Und wenn jetzt ein Sportler zu uns kommt und sagt, was kann ich tun, damit ich meine Leistung steigern kann, was können Sie ihm empfehlen? Oh, da haben wir ganz schön viel im Repertoire. Also erstmal würde ich natürlich empfehlen, dass unser ganz normales, klassisches bioenergetische Gesundheitsindexprofil zu nehmen. Das haben wir erstmal aus peripheren Blutleukozyten. Da haben wir erstmal einen Überblick, wie sieht es überhaupt aus. Da sehen wir, ob die Mitochondrien, ob wir genug Mitochondrien haben, ob die zu viel Sauerstoffradikale machen, ob sie bei Energieanforderungen, also das heißt, wenn ich jetzt auf einmal laufen muss, überhaupt das machen können, ja, das sehen wir erst damit. Oder ob in der Zelle viel Stress ist, was wir es abbauen müssen. Also ist im Grunde genommen dieses bioenergetische Gesundheitsprofil ein Fitnessparcours, über den Sie die Mitochondrien schicken? Ja, das machen wir so. Wir können aber bei Sportlern, wenn die wollen, natürlich noch etwas mehr machen. Das heißt, die Sportler, kommt darauf an, welche Sportler es sind, müssen ja sehr schnell umschalten, meistens zwischen Benutzung ihrer Mitochondrien für sehr dauerhafte Energie, aber auch für sehr kurzfristige Energie. Und da haben wir durchaus auch noch einen zusätzlichen Test, also die Sportler, die das wirklich noch das Letzte noch rausholen wollen, ist, wie kann die Zelle das? Also wie ist sie flexibel? Und das ist dann unser ATP-Leistungstest. Wenn ich also an einen klassischen Fußballer denke, der ja im Grunde genommen mindestens eine Fußspitze schneller am Ball sein muss als der andere, und das kann er ja nur über anaerobe Leistung, er muss also das absolute Letzte, mehr geht gar nicht mehr aus sich rausholen, dann wenigstens den Ball zum Mitspieler zu kriegen. Also was muss der sich unter einem solchen ATP-Leistungsprofil viel vorstellen? Gut, dann die Zellen. Wir nehmen wieder Blutzellen, die sind repräsentativ auch für unsere Muskelzellen. Die nehmen wir wieder und lassen sie so ein ganz klein wenig bisschen aushungern. Nicht viel, sondern so ein bisschen. Und dann geben wir denen verschiedene Futterstoffe. Den einen Sorten geben wir alles. Zucker, Fette, Aminosäuren, alles, was wir so nehmen können. Einen anderen Teil, also den geben wir nur Zucker. Am anderen Teil geben wir nur bestimmte andere Metabolite oder nur Fette. Und dann schauen wir mal, was die damit machen können. Ja? Idealerweise können sie mit jedem Substrat oder mit jedem Nährstoff was anfangen und das Optimalste leisten. Und dann sehen wir auch, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wissen wir auch dann, woran es liegt. Das heißt also, wenn Sie jetzt Trainer einer Bundesligamannschaft wären, dann würden Sie also dringend einen Mediziner an Ihre Seite bitten, der solche metabolischen Checks mit seinen Spielern machen kann? Richtig. Und weil man im weiteren Schritt dann auch schauen kann, was fehlt, damit das wieder in Ordnung kommt. Ist das vielleicht das Geheimnis von Bayern München? Das weiß ich nicht. Bayern München hat bei mir noch nicht angefragt. Dann muss es auch noch andere Chancen geben. Aber vielleicht ist Werder Bremen ja demnächst mal dabei. Na, wir werden nicht darüber berichten, so was bleibt natürlich unter der ärztlichen Schweigepflicht. Also liebe Zuschauer, jetzt beim nächsten Mal würde ich Frau Professor König dann mal über das Thema der Gewichtskorrektur befragen. Es gibt ja Menschen, die können überhaupt nicht zunehmen und andere, die essen nichts und nehmen nicht ab. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Und wir haben ja mittlerweile schon gelernt, Verbrennung findet in den Mitochondrien statt. Und wenn der Motor nicht verbrennt, dann kann der Körper das nicht wegschmeißen, dann werden wir dick. Und wenn er einfach so wahnsinnig viel verbrennt, dass wir gar nicht dagegen anfuttern können, dann haben wir Hitze ohne Ende und wundern uns, warum denn die Kassenbons an der Supermarktkasse mit dem Lebensmitteleinkauf immer so hoch ausfallen. Wen das interessiert, den hätte ich dann gerne nächste Woche mal dabei. Ich freue mich schon. Bis dann, Ihr Dr. Wichert.